So sehen wir uns also wieder. Kenne ich euch? Man nennt mich Bellatrix, Ungläubige. Ich würde gerne sehen, ob ihr wirklich eine Riesenbezwingerin seid. So sehen wir uns. Kenne ich? Man nennt mich Bellatrix, Ungläubige. Ich würde gerne sehen, ob ihr wirklich eine Riesenbezwingerin seid. Erneut?
Gut gekämpft, Riesenbezwingerin. Es wäre eine Schande gewesen, euch zu schlagen. Genau das dachte ich auch von euch. Leider hat der Bischof des Himmels euren Tod angeordnet. Ich bin durch meine Ehre zu Gehorsam verpflichtet. Truppen des Imperiums, greift an! Kommt zurück, wir sind noch nicht fertig. Sie darf nicht zu den Werften vordringen! Ich werde euch noch den rechten Weg geben. Kommt zurück und kämpft! Wir kamen in die Fahre in Fahrt! Sind voll. Ah!
eindrucksvoll. Ich hatte geglaubt, es gäbe keine Frauen, die mir im Kampfe ebenbürtig wären. Ich enttäusche euch gern. Das muss hier aufhören! Für das Imperium! Das kann nur ein Ende nehmen! Ihr kommt nicht vorbei! Auf! Ich bitte euch! Ihr müsst mit mir nach Albion zurückkehren, Gwynnafir. Mein Name ist Bellatrix und ich bin nicht mehr deine Königin. Ich habe dem Imperium den Eid geschworen, es zu behüten. Die Riesen nahen. Myrtin hat die Anzeichen gesehen. Ich werde nicht zurück nach Albion gehen. Meine Königin, lasst mich eure Wunden versorgen. Ich flehe euch an. Ich habe keinen Schimmer, wer du bist, Fremder. Aber ich muss noch eine Flotte niederbrennen. Es scheint, als wäre alles so, wie es die Wahrsager voraussahen. Ihr und die anderen Bischöfe mögt es wirklich, ein Kleid zu tragen, oder? Ihr schlugt mein Suffragan, den Bischof der Erde, genau wie es prophezeit wurde. Ihr bezwangt meinen Prälat, den Bischof des Meeres, gerade so, wie es vorhergesagt wurde. Doch ich bin der Hierarch des Imperium Romana. Und die Wahrsager deuteten voraus, dass ihr mich nicht besiegen könnt. Nun stirb, Dienerin der falschen Götter! Eure Wahrsager mögen wohl richtig liegen, aber vielleicht sollte eure Flotte eine viel dringlichere Angelegenheit darstellen. Während ihr eure Schminke aufgetragen habt, nahm ich ein paar kleine Verbesserungen an eurer Flotte vor. Wie könnt ihr es wagen? Die Vanir werden auf Rache sinnen für diese Schandtat! Wir werden uns wiedersehen, Barbar! Rasch! Ihr müsst fliehen, bevor er seine Drohung wahrmachen kann. Wie geht es eurer Königin? Sie sagt, ihr seid die Riesenbezwingerin. Gehört zu meinen Steckenpferden. Ich ersuche euch um Hilfe für meinen Meister, den König von Albion, in seiner dunkelsten Stunde. Bitte nehmt diese Karte. Sie wird euch helfen, meinen König zu finden. Und ich bete zu den Vanir, dass ihr diejenige seid, die wir suchen. Die Wölfin hatte einen großen Sieg errungen. Einen mächtigen Feind erzürnt und war einem ungewöhnlichen Verbündeten begegnet. Der schwarze Ritter hatte danach gestrebt, seine Königin zurückzubringen, jedoch hatte sie ihrer Krone verleugnet und geschworen,
dem Imperium Dienst zu leisten. Nun sollte das Schicksal ganz Midgards auf dieser fernen Inselgruppe entschieden werden, denn alle Feinde der Ulfung richteten ihre Aufmerksamkeit gen Albion. Auf der Suche nach der Macht, Ragnarök heraufzubeschwören, überquerten Grimnir und seine neuen Verbündeten, die Frostriesen, die Gewässer nach Albion. Sie suchten nach dem Geheimnis der ewigen Quelle. Die Inseln in diesem Archipel standen unter dem Schutze dessen, der mir die Wege des Sehens beibrachte, Myrtin, dem Erzdruiden. Obwohl er ein Diener der Aesir war, schwor er den Rittern Varniers die Treue, geführt vom König Albions. Aber seine wahre Treue galt immer dem Land selbst. Und dessen alte Riten schützten Albion stets vor der wachsenden Gefahr des endlosen Winters, bis die Frostriesen erschienen. Doch es war nicht nur Grimnir, der diesen fernen Küsten Unheil brachte, sondern auch Simul und ihre neuen Verbündeten, die Bluttrinker, die ebenfalls den Pfad zur ewigen Quelle suchten und damit die Macht, unser aller Ende heraufzubeschwören. Ein großer Sieg, mein Häuptling. Jeder Clan besingt euren Mut. Lasset uns weniger singen und mehr planen. Die Inseln auf dieser Karte, die mir Palamedes gab. Traut ihr unseren Schiffen diese Reise zu? Nicht ohne Umbauten, aber ich habe viel von den Schiffen unserer Feinde lernen können. Wenn ihr mir die benötigten Materialien beschafft, bessere ich euer Langschiff so aus, dass es der Reise standhält. Eure Reise nach Albion erfüllt mich mit Unbehagen. Aber ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, dass euer Schiff allem gewachsen ist. Seht, mein Häuptling, schaut nur ihren festen Rumpf, ihre vollen Segel und die Kurven ihres Schanzkleids. Ach, wäre ich bloß noch nicht verheiratet. Segelt mit ihr nach Albion, bringt den Ruhm Ulfungs über diese fernen Küsten und bringt sie bitte in einem Stück wieder. Albion? Ich sehe, ihr seid immer wieder für eine Überraschung gut, mein Häuptling. Blut für Tier!
Gott der Gerechtigkeit.